ab, ich bin Mr. Trashback. Wir sind hier auf dem Video Day. Diese Woche geht Katerfrühstück los. Das ist die politische Hangout-Show. Erstes Thema ist Cannabis und ich habe die YouTuber hier gefragt, was die da so zu sagen. Und ich gehe los und suche sie jetzt. Mein guter Freund, wie ist es eigentlich? Hattest du schon mal Erfahrungen mit Cannabis? Ja, habe ich schon gemacht. Nicht die besten, aber ja, habe ich gemacht. Also ich glaube es jedenfalls. Ich weiß nicht mal, ob das Cannabis war. Nee, ist es nicht. Ich weiß es nicht. Diese Bongs, ist es Cannabis? Nein, ist es. Ach, ich weiß es nicht. Nein, ich nicht. Auch noch nie. Ich muss dir eine unangenehme Frage stellen. Ja. Hast du schon mal was mit Cannabis zu tun gehabt? Ich nicht direkt, weil Drogen sind nicht so mein Ding. Ich gebe das Geld immer lieber für Schuhe aus, weil da habe ich länger was von. Aber klar, normal im Umfeld, also ne, ist halt präsent. Ich selbst habe noch nie welches geraucht, allerdings saß ich schon häufiger neben Menschen, die es geraucht haben und habe da eine ziemliche Toleranz für eigentlich. Ja, ich habe tatsächlich sogar viel und lange gekifft, um ehrlich zu sein. Ich habe das ja auch schon mal geoutet. Im Internet, ist kein Geheimnis. Was war denn das für ein Gefühl? Beschissen. Ja, weil ich hatte dann irgendwie das Gefühl, ich müsste ganz viele Eiswürfel lutschen. Und Leute mussten mir Eiswürfel bringen. Und ich habe mich ganz furchtbar elend gefühlt und wollte eigentlich nur noch sterben. Viele sagen, es ist eine Einstiegsdroge. Denkst du es genauso oder hast du eine ganz andere Meinung? Ach, das ist für mich genauso wie, wenn du Counter-Strike spielst, läufst du Amok. Also das ist so die gleiche Logik in meinem Kopf. Ich denke schon, dass es eine Einstiegsdroge ist, weil wenn man dann erstmal gekifft hat, dann ist der Schritt zum nächsten gar nicht so groß. Es kann ganz gut sein, auf jeden Fall. Also es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt Leute, die sind einfach immun dagegen irgendwie. Also was heißt immun? Süchtig zu werden, sag ich mal. Oder die haben einen klaren Kopf, die sagen, ey, vielleicht kiff ich, aber ich passe auf, dass ich keine härteren Sachen nehme. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, ich habe gekifft, ich kann auch andere Sachen ausprobieren. Dann koksen sie vielleicht mal, dann rauchen sie vielleicht mal andere Sachen, irgendwann geben sie sich vielleicht eine Spritze. Es kann mit Alkohol genauso funktionieren, mit ziemlich allen anderen, wovon man einen Rausch bekommt. Deswegen sehe ich das relativ unkritisch. Die Leute müssen halt damit verantwortlich umgehen. Meint ihr, Cannabis ist eine Einstiegsdroge? Ich denke schon und ich denke auch, wenn man das sozusagen legalisieren würde, wäre das auch ein Einstieg für was anderes. Deswegen bin ich dagegen. Bist du auch dafür, dass es legalisiert wird? Das Problem ist, solange Alkohol legal ist, warum ist es THC nicht? Das kann man einfach nicht logisch begründen. Deswegen bin ich eigentlich, bin ich tatsächlich schon dafür. Ich denke schon, ja. Warum genau? Weil es viel kontrollierbarer wäre, weil es... So aus meiner Erfahrung, von den Leuten, die ich kenne, das ist einfach eine Droge, die nicht mal so schlimm ist wie Alkohol, beziehungsweise halt gleich auf dem gleichen schlimm ist. Das Problem ist natürlich, andererseits weiß man halt nicht, was die Langzeiteffekte davon sind. Ich glaube, es gibt schon ein paar Leute, die das nutzen und die vielleicht Intelligenz verloren haben. Nee, ich glaube tatsächlich, dass man die Leute entkriminalisieren muss. Ich glaube, man muss den Leuten, die Drogen verticken und damit richtig viel, viel Geld verdienen und auch so viel Geld verdienen, dass sie damit ja schon lange in legale Geschäfte sich einkaufen können, alle sämtliche Macht nehmen, die man nur nehmen kann. Es gibt ja die Ordentlichen und die Nicht-so-Ordentlichen. Ich habe früher zu den Nicht-so-Ordentlichen gehört, deswegen habe ich das auch probiert. Aber ich finde, das sollte nicht legalisiert werden. Das denken also die YouTuber über Cannabis. Sehr interessant tatsächlich. Viele wollen es legalisiert haben, aber Ängste sind trotzdem noch da. Wenn ihr mehr erfahren wollt über das Thema, diese Woche startet unsere Show Katerfrühstück. Dieses Mal mit mir und der guten Marie. Also schaltet ein, ich hoffe auf euch. Von einer Szene, die der deutsche Staat verachtet. Neonazis werden laufen gelassen, anstatt verhaftet. Polizei, sie greift nicht ein, bald ist Nazi-Deutschland weg. Mach deine Augen lieber auf.